Ah, guten Morgen, Herr Ochs. Moin, moin, moin. So, dann wollen wir weiter, ne? Ja, ich geh mal raus hier. Ja, gehen Sie mal raus. Okay. Sieht aber kacke aus, das Wetter, wa? Ja, wir müssen jetzt da hinten hin. Kommen Sie da hinten hin. Kommen Sie mal da hinten hin. Da hinten. Wir müssen da zum... wo müssen wir jetzt hin? Zum Wasserturm, ne? Ne, zum Windrad. Echt? Wir müssen das Windrad jetzt in die Luft jagen. Ich mach mal hier Alberto am Windrad greifen. Ich mach mal hier den Jolli hier. Ja, wenn das wieder geht. Ja, ich hoffe. Ich habe ja immer so Probleme. Ja, geht. Ah, jetzt. Aber ich fliege genau von der Wand. Oh, Scheiße. Aua. Guten Tag. Oh, Schwein gehabt. Moment, ich darf das nicht aus den Augen verlieren. Da hinten, das große Windrad da hinten. Oh, wer seid ihr denn? Ich hab den schon erledigt. Oh, ich hab den gar nicht gesehen. Du stehst daneben und siehst ihn gar nicht. Und hier liegt nur ein Rucksack. Ich hab den nicht gesehen. Haben wir alle mitbekommen. Hier liegen noch Pilze. Sauberpilze. Und hier müsste noch mehr liegen, oder? Fliegpilze. Schon wieder so ein Dingsbums erkannt. Ja. Aua. Aber egal, da haben wir nichts mit zu tun. Wir wollen da rüber. Nein, wir müssen 200 Meter nach da oben. Oh, warte mal, hier ist... Oh, hier Bienchen! Ist Bienchen. Und Kamille. Da kommt er mir gerade recht mit. Bitte Kamille? Ganz ehrlich. Ja, das ist nicht schlecht, ne? Da kommt er mir gerade... Ihr armen Bienchen. Ich muss euch... Erzählt Ihnen eine Story über den Niedergang. Ja, wie habe ich gesagt? In ja. einem anderen ja. Projekt... Hatte ich noch gesagt. In der Geschichte der Raumfahrt. Ach Gott, jetzt kommen sie jetzt hier in der Geschichte der Raumfahrt. Nee, Raumfahrt war ja falsch. Das war falsch. Hilf! Oh, warte mal, hier ist ein Brennstoffbehälter. Ist der hier unten? Oh, weißt du, kann ich das einsammeln hier? Joiners Pickers. Wollen sie hier rein? Nein. Wo sind sie denn wieder? Hier. Boah, vor Stücke. Hier! Wo denn? Hier, wo die hüpfende Dame ist. Hier. Die sieht man doch gar nicht im Dunkeln. Hier ist übrigens ja. ein Brennstoffbehälter. Hier drin? Hol ich. Oh, ich sehe ihn. Ich höre ihn. Ich kann ihn aufmachen. Hier unten ist er wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Was ist denn mit denen los? Da gehen sie doch mal runter. Ich bin so nervös. Ja. Unser... Oh je, wir sind in einer Dark Zone. Mhm. Ich muss mich, glaube ich, mal bücken. Oh, 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 das ist nicht gut. Chemiegebiet, Herr Stöckel. Der macht ja nichts. Doch, das macht was. Oh, da. Moment, ja? haben wir nicht, ne? Nee, kommen Sie, wir gehen wieder raus. Wir wollen ja eigentlich den Brennstoffbehälter gar nicht haben. Ja. Ja, eigentlich schon, aber eigentlich wollen wir erstmal. Aber eigentlich auch nicht. Die Bomben machen, ne? Wir müssen hier ja voll raus. In der Quast. Ja, da wollen wir ja nicht hin. So, da müssen wir jetzt hier rüber. Dann hier. Los. Schaffen Sie das denn? Ach, sicher. Mit Ihrem Elefanten gleichen Körper? Passen Sie mal auf. Jetzt können Sie mir gleich nie mehr folgen. Passen Sie mal auf. Jetzt zeige ich Ihnen mal, wie das geht. Kann ich unheimlich selten folgen. Da ist das Windrad. Kann das sein? Nee, das ist da drin. Hier. Da. Da ist er. Hm. Vincenzo, ich höre dich nicht. Stimmt das nicht? Was? Was muss ich? Der will uns vor irgendwas warnen, ne? Ja. Ich weiß bloß nicht was. Aber egal, wir sind ja harte. Ja, vor allen Dingen ist er Honig. Jawohl. Was machst du denn da? Was hast du denn für eine Rolle? Oder was ist hey! War das jetzt eine für Stücklerrolle oder was war das jetzt? Abwechseln. Ja, dann los. Aua, 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 aua. So, der eine hat... Oh, der hat mich kaputt gemacht. Aber ich habe ihm den Kopf abgeklopft. Können Sie mich holen? Okay, ich hole Sie. Ja, das wäre super. Ich habe ihm den Kopf weggehauen hier und... Im gleichen Moment hat der mich irgendwie erwischt. Warum auch immer. Ja, aber sie haben ja gut reagiert. Naja. Ja, die haben mir den Kopf weggehauen. Ist okay. Naja.
gut, diesen Bienchen Anlass, ne? Tut man ja alles. Ne? Aber eine flotte Biene, ne? Ja, genau. Da macht man natürlich alles, ne? Ja, und hier ist auch noch Kamille. Da kann ich gleich wieder ein bisschen Lavendel. Wieder ein bisschen was bauen hier so für genau. Die Gesundheit. Kann ich auch machen. Aber der wollte uns auf jeden Fall warnen, aber ich weiß nicht, vor was. Wahrscheinlich ist das wieder so eine Falle oder sowas. Mhm. Aber das ist uns ja scheißegal. Weil wir sind ja... Wir sind ja Kämpfer. Wir sind ja die... Ja, wie kommen wir denn jetzt da hinten heil runter? So nicht, oder? Helpstoffbehälter erkannt. So. Ja, du kannst mich am Arsch lecken. Scheiß Brennstoffbehälter. Ich muss mich mal eben kurz heilen. Ja, ich... Jo, alles klar. Busch. Hab ich gemacht. Aber hier sind auch keine Infizierten, ne? Ist komisch, oder? Ich hab keine Ahnung. Vor allen Dingen... Ich verstehe das irgendwie nicht. Aber das sehen wir jetzt gleich. Warte mal, hier ist die Tür. Warten Sie, machen Sie keine Alleingänge hier. Nein, nein, ich kann ja so und so nichts umgehen. Hier ist die Tür. Ja, ja, ich weiß. Wollen Sie in die Tür? Komm, wir machen mal die Tür auf. Machen Sie die Tür offen. Hier, ich habe den Brennstoffbehälter, der ist hier vorne. Ich hab den Dünger. Bist du sicher, dass du das kannst? Klar doch. Und wenn nicht, na. Dann kann ich ja immer noch Vincenzo fragen. Hm? Hä? Ach, das Windrad stört das Signal zu stark. Der Funk funktioniert nicht. Ah, ja. Da wird mir schon noch was einfallen. Ist ja kinderleicht. Sicher? Er hat mir alles erklärt. Entspann dich. Wir packen das. Nee, nee, nee. Du und ich, wir packen bringt ihr uns das jetzt in die Luft? Kann ich rausgehen, bitte? So lange? Klappen. Wie ich schon sagte, kinderleicht. Die Bomben sind bereit. Du bist dran. Nimm die Bomben und bring sie an Vincenzos Markierungen an. Bomben platzieren. Was soll da schiefgehen? Na, bravo. Kinderleicht. Yep, so ist es. Aber ich möchte erst den Brennstoffbehälter mitnehmen. Wo ist denn der? Der steht hier unten. Da. Hier? Ach, da! Ah. Du bist doch blind. Blind. Kinderleicht. Upgrade verfügbar. Jawohl, da gehe ich doch jetzt mal raus und dann grade ich mich ab. Das mache ich auch mal eben. Was habe... Hä? Ach, da unten. Was nehmen wir denn jetzt? Ich nehme Gesundheit. Du nimmst Gesundheit, nicht Ausdauer? Nein, weil sie haben mehr Gesundheit wie ich. Dann nehme ich auch Gesundheit. Jetzt bin ich bin der Mann, der mich da. Aber warte mal, ich muss was herstellen. Ich habe noch einen Parcourspunkt gekriegt, warten Sie mal. Da freue dich rüber. Ich muss aber was herstellen. Mann, ich muss jetzt bestürmen. Maximal 4 Stück herstellen. Ah, ich kann auch einen Parcours an der Wand langlaufen, das mache ich mal. Das habe ich nicht gemacht. Jetzt habe ich es gemacht. So. So. So, wir werden jetzt da... Doch, da ist das Windrad. Wir müssen jetzt in 75... Ach du Scheiße, wir sollen da rüberkommen. Alter. Wir wollen zum Stadtkern, Leute. Da ist ein Eingang. Da. Da drüben. Da drüben. Aber wir müssen mal gucken, ob wir da nicht irgendwie... Schaut mal. Wollen sie andersrum? Ja, wenn wir da rüberlaufen, über diese Dinge, die so schräg sind, dann kommen wir da rauf. Kommen Sie mal her. Kommen Sie einfach mal. Ach so, ich weiß, was Sie meinen. Ich laufe hier durch die Rotze. Ja, eben, da wollte ich gerade sagen, da ist Rotze. Aber, nein. Nur hier rauf, komm. Nee, das geht nicht. Doch. Das geht gut. Okay. Oh, ich rutsche einmal runter von dem Rohr. Was ist denn da los? Dann rüber. Hopp. Ich bin da. Dann bringen wir mal das Bömschken an, ne? Sag auch. Wir müssen da oben hin. Ich höre was. Ja. Weißt du, sind das Pikas? Sie müssen mal ruhig sein. Wir müssen jetzt da oben hoch. Ja, ich weiß nicht, ob das PKs sind. Das ist mir scheißegal, ob das PKs oder BBs sind. Ist mir egal. Wir müssen da sowieso hoch.
bin oben. Okay, das sind keine BKs. Und die erste Stelle habe ich gefunden, wo da dran soll. Ja? Ja. Ach da, ja. Nee. Oder? War nicht so einfach. Ich finde das schon einfach. Ich mach das jetzt schon. Die erste Stelle hat er gefunden. Zeig ich mir. Ach, hier. Ah, okay. Bombe. Say I'm your number one. Bombe ist dran. Psst. Und keiner hat's gemerkt, ey. Ja. Bis jetzt. Ich komm mal rüber. So, sind wir hier? Laufen Sie nicht so weit vor. Denken Sie dran. Wir müssen zusammenarbeiten. Ich glaube, hier oben muss einer ran, ne? 13 Metern. Aber da müssen wir erstmal wieder hochkommen. Oh nein, nicht falle. Nein, nein. Nein. Ich bin in der Soße gelandet. Warum nur? Ja, weil ich mir gedacht habe, in der Soße ist auch schön. In der Soße? Ja. So, ich bin einen höher. Warte mal, hier ist ein Seil. Wie sind Sie denn da raufgekommen, verdammte Hacke wieder? Ja, ich bin hier über das Faltdach. Hier. Hier? Stehe auf dem Faltdach. Sehen Sie, hinter Ihnen, hinter Ihnen, hinter Ihnen, hinter Ihnen, da oben. Ja, da sind Sie dann rübergekommen. Und dann bin ich hier so... Ja, warte, ich mach das nochmal. Und hier ist eine Leiter. Ja, ist leider so, ne? Und dann sind Sie... Hier kann man laufen, hier kann man laufen. Dann sind Sie dahin und dann da oben hoch, ne? Ist das richtig? Hier ist die nächste, ich platziere. Warten Sie! Ich will auch mal platzieren. Ja, platziere doch, mach doch Placebo, ist mir doch egal. Ach, Feli. Und noch einen höher. 16 Meter. Wie kommen wir da rauf? Warte mal, hier kann man rein. Oh, da ist eine Kiste. Sie dürfen nicht an allem vorbeirennen wieder. Sie können auch mal eben kurz ihr Überlebenssinn mal eben starten. Kann ich machen, ja. Vielleicht ist hier noch was. Oh, hier ist was. Ja, ich habe hier auch noch was. Hier habe ich noch was. Hier ist auch noch was. Ach, da sieht man auch immer, was da ist. Honig und Kamille habe ich gekriegt. 6-mal Kamille und 2-mal Honig. Wo denn? Heilgegenstände. Oh, hier sind welche. Warten Sie mal. Wo sind denn die? Nee, ist gar keiner. Sah nur so aus, wann wir. Okay, hier hin. Da geht's Honig hoch. Honig und Kamille hat er gehabt. Da geht's hoch, Fräulein. Ja, warten Sie. Beeilen Sie sich mal. Ich bin oben. Ja, der rennt immer. Ich, ne, kann platzieren, Leute, aber der rennt immer, der rennt. Wir gehen aber erstmal hier rein. Komm so hoch. Ja, ich bin durch. Wir gehen jetzt mal hier rein. Hier ist noch eine Kiste. Hier ist auch niemand drin. Hm. Wer rennt denn hier? Du bist doch diejenige, die rennt. Nein, ich bin die Kletter. Aber überleben sind wieder. Jawohl, da geht's ab hier. Volks. Jetzt haben wir ja. Wir haben es ja verstanden, wie es geht, ne? Oder nicht? Was denn? Mit dem Überlebenssinn, ja. Ich hab ja gesagt, man muss erst den Fehler machen, es nicht zu verstehen, dann kann man es verstehen. Ja, genau. Oh, hier ist ein großer Behälter. Dietrich Schwer steht da. Ich versuche mal den Dietrich. Oh. Ja, dann machen. Was war das jetzt? Dietrich Schwer. Er geht sofort raus. Ja? Ich sammle mal noch ein bisschen was ein hier. So, wie sieht denn aus? Abgebrochen, aber ich habe noch 25 Stück. Was haben sie? Warten sie. Oh, der ist wirklich schwer. Ah, ich glaube, ich habe... Ah, fast! Warte. Ah, ein Stück knapp. Oh, der ist aber wirklich schwer. Ich habe ihn. Aber ich habe es geschafft. Ich bin gut, ne? Ja, das war nicht schlecht. Stabile Schuhe, cool. Neue Schuhe ist immer gut. So, Sie dürfen jetzt auch die letzte Bombe platzieren. Ach, danke schön, Herr Stöckel. Machen Sie mal. Dann mache ich das mal jetzt hier. Jawohl. Und jetzt müssen wir hier runter. Erstatten Sie Alberto-Bericht. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, was wir hier machen. Alberto, der ist wieder hinter uns hier. Kommen Sie mit. Hier können wir runterrutschen. Denken Sie dran, ne? Oh, es ist aber hoch hier. Alter, das ist hoch. Nein! Oh. Sie landen weich. Mir wird schlecht. Sie
die landen weich. Mir wird schlecht. Ah! Okay. In den Müll. Dann gehen wir zum Aldi-Bert. Aldi-Bert. So, hier ist der Aldi-Bert. Warten Sie. Wieso ist der hier? Aufs Dächtchen. So, Moment. Dann hier hoch und dann da hoch. Da ist der Aldi-Bert. Der steht da schon. Alter. Kommt er da nicht hoch? Also sprechen Sie mit ihm. Okay. Er schläft. Hm. Die Sprengsätze sind am Platz. Zeit für das Feuerwerk. Nachts bestimmt schön aus, oder? Möchtest du das machen? Nee, mach du mal, das sind deine Bomben. Mach mal. Ist mir eher was für dich. Ich weiß, wie viel dir das bedeutet. Und? 3, 2, 1. Du hast die zusammengebaut, Kollege. Junge. Das ist... Batterie leer. Der Zünder funktioniert nicht. Ich fürchte die Störung durch das Windrad. Oh. Tja, das hat wohl nicht geklappt. Das Windrad steht noch. Der Rotor dreht sich ja noch. Schau. Vincenzos Berechnungen. Die stimmen nicht. Ach, was du nicht sagst. Und jetzt? Das habe ich ihm nun repariert. Was will denn er jetzt reparieren? Die sind doch hochgegangen. Das muss hinhauen. Hä? Das stimmt mit ihm nicht. Sag mir das. Der glaubt doch wohl jetzt nicht im Ernst, dass wir da nochmal hoch. Nee, wir müssen hier mit ihm reden. Schuld. Mach mal. Du, eine scharfe Bombe? Bevor die PKs anrücken, gebe ich dir eine scharfe... Bombe? Eine scharfe... Bombe? Oh nein. Fernzündung ist zu unsicher. Wegen der Funkstörung. Willst du mich verarschen? Was jetzt? Die hier jagt garantiert das komplette Windrad in die Luft. Wie viel Zeit habe ich? Mal sehen. Die geht jeden Moment hoch. Was? Lauf! Und wo soll sie hin? Wohin? Du musst zurück. Und? Wohin? Tu sie auf. Platzier sie auf. Die muss auf. Boah, Junge. Alter, rede in ganzen Sätzen. An den Sockel des Rades. Muss sie unten ans Windrad? Nein. Das bringt gar nichts. Sondern? Alter! Mitte des Rades. Muss sie mitten ans Windrad? Ich kann für mich selber reden. Ja, dann sag's doch. Boah, wenn du erlaubst. Gott. Der geht mir so auf den Sack. Sie muss an den Rotor. Da oben. Du musst hochklettern. Ganz nach oben? Im Ernst jetzt? Die Bombe tickt, Aiden. Ja, super, ey. Jetzt wäre die Zeit für Scherze. Ja, ich lache auch. Und dann brennt da alles, Leute. Das brennt da alles. Ich bin voll am Lachen, weißt du? Ich lauf dir hinterher. Du hast die Bombe ja auch, ne? Komm, wir müssen wieder oben auf, dann kommen die Dinger da raus. 2 Minuten hab ich nur. Ach du Scheiße, Leute. Lauf! Lauf, was das Zeug hier. Die haben das doch gemerkt, dass wir da sind. Die haben das doch gemerkt. Komm hier, du kannst hier nach oben. Komm mal her. Man kommt oh nein, nicht ins Wasser, in die Glülle! In die Glülle? Ist hier eine Leiter? Hier geht's hoch. Ja, hier auch. Scheiße! Oh, es brennt hier alles. Aua! Aua, 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 aua! Scheiße, ich komme hier nicht weiter, ey. Du machst doch! Aua, 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 aua! Aua!
Oh nein. Doch. Aua. Wo bist du denn? Da. Aua. Wo soll ich denn jetzt hier hinspringen, Leute? Das ist nicht euer Ernst, ne? Ich weiß nicht, wo du... Ich weiß noch nicht mal, wo du bist. Ach, Scheiße! Ich sehe ja nicht, wo ich hin muss. Ja, du hast ja auch gepennt. Ich mach das schon. Tschüss! Ist schon oben, oder was? Ja, fast. Toll. Ich bin hier irgendwo, wo ich gar nicht hin muss. Ja, super, ich bin tot. Ach, kann's vergessen. Ich mach das jetzt, komm jetzt! Ja, mach doch, aber ich kann hier nicht, ich komm hier nicht weg! 42 Meter, wohin? Ich komm hier, ich bin wieder ganz unten. Wo komm ich denn da rauf? 52 Sekunden noch. Ja, das schaff ich nicht. Ich glaube, ich muss hier ranspringen, glaube ich. Wo komm doch! Ich versuch's doch, aber... Na, dich meine ich doch gar nicht, Mann. Sei doch mal ruhig. Ich glaube, ich muss hier ran. Ich weiß nicht, wie ich hier weiterkomme. Wenn ich hier oben bin, wo soll ich denn hier hin? Ach, ich bin tot. Ich komm nicht hoch. Ich komm einfach nicht hoch. Ihr müsst das, glaube ich, bei Herrn Hoxton auf dem Kanal sehen. Wir müssen zusammen den Weg gehen. Ich bin auch tot. Ich will das nicht, weil ich bin immer weg und ich bin dann alleine. Ich bin auch tot, Mann. Ja, warte auf Wiederbelebung. Ich bin noch nicht tot. Jetzt. So, das Ganze jetzt nochmal. Darüber. Kommen Sie. So, pass auf, da hinten ist so ein Ding, wo du hoch musst. Komm, jetzt beeil dich mal ein bisschen. Ja, wer ist denn der? Komm jetzt einfach. Ja, sind ein Witzbold. Komm jetzt mich. Wir sind ein richtiger Witzbold, ja, Leute. Ich weiß das. Aber Sie müssen auch mal mitkommen. Ich bin jetzt hinter Ihnen. Das glaube ich nicht. Und lieber einmal mehr erzählen und sagen, wie ich muss. So, ich bin am Gelände. So, und so dann du musst hier hoch, das sieht man doch, wo du hoch musst. Da oben, das wird ja schon angezeigt. Ja. Du musst dann hier rum. Komm jetzt. Ja. Hier rum. Das haben wir auch schon gehabt. Ja, aber du bist irgendwie hochgeklettert. Ach nee, ich bin anders gelaufen. Ach so bin ich, okay. Hier ran. Ah, okay. Das? Ah. Okay, das hat man nicht gemacht. Ja. Und dann? Komm doch einfach mit! Frag doch nicht immer! So, und dann musst du hier irgendwie an das Windrad springen, aber ich verstehe das nicht. Ach so, hier, ja, ich sehe schon. Ah, ja. Oh, 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 aua! Gleich den Überblick verloren. Wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Jetzt stehe ich wieder hier. Ich habe es geschafft. Ich bin oben. Okay. Noch höher? Ja, ich komme hier gar nicht dran. Alter, dein Ernst? Noch höher? Die Uhr tickt. Ja. Komm schon, komm schon, komm schon. Schneller. Weiter. Dann. Ich bin eigentlich oben. Ah. Ich kann hier im Moment nichts machen. Glaube ich, oder? Bleiben Sie ruhig, vielleicht habe ich das noch. Ah, da, 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 da. Vielleicht habe ich das. Aber ich glaube, ich schaffe das nicht. Und dann? Darüber? Oh nein, jetzt falle ich ab. Und dann noch mal höher. Ja, schaffe ich nicht mehr. Ach so, geht das denn? Ach du Scheiße, das ist aber schwer, ne? Ja, sicher. Vor allem dreht sich das Ding so. Ich habe nur noch 8 Sekunden, das kann ich vergessen. Ja. Ich bin schon fast oben, ey. Mir fehlen noch 29 Meter. Ah. Boah, Leute, ey.
Da ist aber zeitlich, kommen sie. Das ist aber zeitlich echt ein bisschen knapp, ne? Wenn wir nicht immer denselben Weg laufen müssten, wäre alles okay. Ich versuche das jetzt. Ich weiß ja jetzt, wo ich lang muss, ja, in etwa. Es reicht ja, wenn einer das schafft. Weißt du nicht? Beide müssen das nicht schaffen. Ach, kann doch nicht sein, dass ich hier rumrennen muss. Geht auch hier rum. Du kannst das auch kürzer machen. Du musst nicht ganz rumrennen. Okay. Du rennst zwar einmal ums Feuer, aber das ist nicht so schlimm. Also, versuchen wir nochmal. Aber ist schwer. Aber wenn es leicht wäre, würde es auch keinen Spaß machen. Ne? Okay. Windrädchen. Attack. Komm hoch, komm hoch. Ja, das ist wirklich zeitlich sehr schwer. Alter. Ja, mein Gott, ich meine. Ich bin schon fast oben. Ja, ich noch nicht. Ich hab den ersten. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, schneller. Junge, komm, weiter. Komm. Junge. Meine Güte. Da hoch. Und jetzt ran. Und hier rüber. Okay. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Boah, ey, mein diese Gott, Zeit doch, hier. Ey, mach doch. Komm schon, Junge. Kann doch nicht wahr sein, ey. Komm doch. Komm schon. Und hoch. Ah! Und hoch. Und hoch. Los. Mach, du schaffst es. Ah, ich bin tot. Komm hoch, hoch, hoch. Hoch. Hoch hier, hoch, hoch, hoch. Nochmal hoch. Scheiße. Das schaffe ich doch zeitlich gar nicht. Alter, wie soll ich das denn zeitlich schaffen? 37 Sekunden, ihr spinnt doch. Ich bin tot, ne? Und hoch. Runter hoch. Und hoch. Und jetzt hier hoch. Komm, 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 komm. Und dann da hoch und hoch und hoch und hoch und bremst. Die Zeit hat aufgehört zu piepen. Ja, wir haben nur noch 10 Sekunden, 8 Sekunden, 7 Sekunden, 6 Sekunden. Und da, da, da. Und Bombe platziert. Ja! Ja! Nice. Alter. Boah, Leute, ey. Ah. Und weg hier, weg hier. Nein, 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 in die Blur. Ich bin auch leider abgestürzt. Ui. Ui. Ui, 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 ui. Das ist super. Super Arbeit. Ist das kalt. Es war knapp. Gott sei Dank. Ich bin wieder da. So, los, komm, schnell zu dem zurück. Komm schnell. Hallo? Ist das noch gestört? Alberto? Ich hab keine Ahnung, was hier los ist. Bin Picard? Unterwegs. Los, schnell. Verarschen uns doch, oder? Irgendwie schon. Auf! Dreckigen Bastarde. Was habt ihr mit ihm gemacht? Müssen wir jetzt gegen die kämpfen? Yo! Ja, sieht so aus. Au, 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 au. Nur noch einer. Bleib stehen, du Stück der Arschloch! Abwechseln. Oh, der hat mich erwischt. Ja, ich heil mich mal. Alter. Ah, ich bin wieder da.
So, wir haben sie weggemacht. Komm her, Vincenzo, was ist los mit dir? Ja. Komm her, schnell. Wo ist er? Hier! Was ist mit ihm? Das nenn ich mal eine Bombe. Meine Bombe. Du hast sie echt toll erwischt. Wir haben sie herrlich erwischt. Ohne dich würde das Windrad noch stehen. Fast so schön wie das Feuerwerk 1900. Ich bin alt. Und du wirst auch noch älter werden. Hör bloß auf, Eden. So verwirrt bin ich nun auch nicht. Danke für deine Hilfe. Ich weiß, was alle über mich denken. Klar weiß ich das. Sag allen, dass wir das nur wegen Vincenzo geschafft haben. Okay? Und alles dank dir, Alberto. Nein. Vincenzo gebührt der Dank, okay? Sie lachen ihn aus. Meinetwegen. Aber nun, da wir das hier geschafft haben... Würden sie nicht mehr lachen. Verstehst du? Sein alter Herr ist keine Witzfigur mehr. Hat die Peacekeeper zum Rückzug gezwungen. Sag allen, dass er es war. Versprich es mir. Okay, mach ich. Und sag ihm, bitte sag ihm... Ja, wird gemacht. Sag ihm, wie stolz ich bin. Das habe ich ihm noch nie gesagt. So, ich bin stolz auf dich. Sag ich ihm. Versprochen. Kann man so einen alten Mann kaputt kloppen, ey. Schweine. Gibt's doch gar nicht, ey. Ja, Leute. Das ist schon. Mit dem Ende habe ich nicht gerechnet. Ich habe auch nicht gedacht, dass es ihn erwischt. Ich gucke hier nochmal in der Kiste, ob hier noch was drin ist. Hier ist noch was Medikit. Wir gehen mal kurz raus. Ja. Lassen wir in Ruhe. Jagen wir diesen Puff in die Luft. Nein, es gibt da was, um das ich mich vorher kümmern muss. Du kapierst es nicht. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. So, jetzt können wir ins Stadtzentrum, weil alle abgelenkt sind. Ich habe Alberto versprochen, seinem Sohn was auszurichten. Willst du deinen Job erledigen oder lieber den Postboten spielen? Es gibt schlechte Nachrichten, Hakon. Alberto ist tot. Aha. Aber die U-Bahn-Tunnel sind leer. Eine bessere Gelegenheit gibt es vielleicht nie. Bist du sicher? Was machen wir jetzt? Ich werde tun, was ich Alberto versprochen habe. Alles klar. Ich muss Vincenzo finden, Hakon. Das habe ich versprochen. Du bist also ein Postbote. Beeil dich! Erinnerst du dich an Sarah und Jana? Wenn du fertig bist, treffen wir uns bei ihnen, falls du da noch lebst. Ja, Leute. Ja. Ich glaube, ich muss jetzt nicht mehr viel sagen. Nee, ich auch nicht. Ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Teil. Also, macht's gut. Ciao. Ciao.